NES Mini Special bei den Spielkindern. Nick, genau. Macht die große Lotterie. Was spielen wir heute? Wir spielen das Ninja Gaiden. Oh, das ist aber schwer, habe ich gehört. Ja? Ninja Gaiden ist eine sehr schwere Serie, aber wir machen. Hey, ja, was soll's? Machen eh nur eine halbe Folge. Das stimmt nicht. Wir haben letztes Mal haben wir Kirby und Metroid gespielt. Ja. Und haben beide Spiele durchgespielt in einer halben Stunde in etwa. Ja. Zwei Folgen jeweils. Also das schaffen wir bei Ninja Gaiden, einem der schwersten Spiele der damaligen Ära, bestimmt auch. Aber es ist auch technisch eines der besten Spiele. Wenn ihr das schon mal... Siehst ja schon hier, so Parallax-Scrolling, ne? Also verschiedene Ebenen, die in verschiedener Geschwindigkeit scrollen. Das war auf dem 8-Bit-System damals der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Mhm. Zack. Auch der Sound ist nicht schlecht. Also... Muss man immer bedenken, was die Soundchips damals konnten. Ne? Das ist alles auf dem Chip irgendwie. Genau, der Vater ist gestorben bei einem Duell. Selbst ich weiß nicht genau, was da los war damals. Und ich bin immerhin der Sohn. Richtig. Hässlicher Sohn. Ja, Japaner halt. Habe ich das gerade gesagt. Der Ryu, Ryusuke. Genau, jetzt werde ich, genau wie mein Vater, mich auf Duelle konzentrieren, damit ich auch endlich mal Leute umbringen kann und sterbe vielleicht dabei. Genau, und dann ist er nach Amerika gegangen, um den Archäologen Walter Smith zu treffen. Ryu, sei immer mutig. For the revenge! Genau, so Nick. Rache! Los. Hopp, Rache. Ja. Start. Können wir noch minimal leiser machen? Wo ist denn? Ja, kann ich. Angst, dass es Rückkopplungen gibt. Das wollen wir nicht. Ja, wir haben ja eine aufwendige Konstruktion. Das NES steht auf der Couchlehne hinter uns. Nein. Ich dachte, das Spiel wäre schwer. Ich dachte, man ist jetzt schon tot, wenn man von einem Gegner getroffen wurde. Na. Muss gerade mal aufpassen, dass wenn ich mich hier anlehne, ich nicht das NES Mini runterreiße. Weil es ist, aber es ist, kann eigentlich nicht, weil es ist so mit Kabeln eingespannt, dass es nicht runterfallen kann. Na komm, ich will dich auch noch abmachen. Ja. Was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Computer. Klimaanlagen. Klimaanlagen. What? Was ist das? Ein Hund oder sowas? Eine Bestie? Es ist eine bösartige, böse Bestie. Oh, du kannst auf das Schild springen. Oh. Ich kann sogar dran hängen bleiben. Alter, sowas geht? Krass. Aber auch nur, wenn man auf eine bestimmte Art daran springt. Und offensichtlich kommen die Gegner wieder, ne? Der Typ ist wieder da. Okay, du hast irgendeinen Spezial... Ach, einen Shuriken hast du jetzt, einen Wurfstern. Kannst du dich ducken? Irgendwie? Ja, weil dann kannst du die Hunde, glaube ich, eher erwischen. Ich weiß nicht, wie ich es einsetze. Versuch mal die Schultertasten. Oh, ich hänge an der Wand. Das kennst du doch von Zelda Breath of the Wild. Kannst du überall hochklettern. Nee, ich kann nicht klettern, ich kann nur an der Wand hängen. Achso, alles klar. Alles klar. Aber irgendwie muss man doch die Shurikens auch benutzen können. Hm. So viele Tasten gibt es ja nicht. Ach, guck mal so. Du hast nicht unbegrenzt Zeit, ne? Du musst dich vorwärts bewegen. Du hast noch 50 Sekunden für den Level. Sehe ich gerade. Ich habe nämlich gerade nach oben geguckt, um zu sehen, ob du begrenzte Shurikens hast. Das weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Ich glaube, ich habe 19. Ja, 24. Okay. Das kann sein. Was ist das gemacht? So. Ja. Nach oben. Nach oben? Ja. Okay. Macht Sinn. Weiß ich nicht. Macht Sinn? Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Wir scheitern am da hochhüpfen. Nein. Die wichtige, weltverändernde Mission von Ryusuke wird an dieser Stelle leider... Nein, was machst du denn da? Hau ab! Du hast nur noch einen Lebenspunkt. Aber ich habe auch keine Zeit mehr, also... Stimmt. Ja! Du kannst Leuten nicht auf den Kopf hüpfen, das ist nicht Mario. Ja. Hm. Okay, aber die Zeit ist... Du hast 150 Sekunden. Do it. Aber ist auch geil, ne? Ein Spiel, wo du für einen Level schon von vornherein nur 2,5 Minuten hast. Also, wenn das Spiel 10 Level hat, dann weißt du ja, naja, du bist 25 Minuten durch ungefähr. Also, viel mehr ist es nicht. Das ist schon krass. Sowas wird ja heute gar nicht mehr hergestellt. Stimmt, stimmt nicht wirklich. Es wird heute immer noch hergestellt. Ach Mann, der geht mir auf den Sack. Es gibt komm runter, komm. Mann, falsche Richtung.
immer noch falsche Richtung. Ja, ha, versteck dich an der Wand. Du hast nicht unendlich viel Zeit, hör auf, an der Wand rumzuhängen. Hör auf, rumzuhängen. Du fauler Sack. Ach, Ryu. Aber ich muss die, also Munition bekomme ich, aber die Shuriken selbst habe ich noch nicht, ne? Nee, genau. Ich lass es doch jetzt. Hund! Vorsicht! Hund ist tot. Gott. Sehr viel Munition, aber was soll's. Man könnte fast meinen, das wäre gar nicht so einfach. Achso, ich muss da gar nicht hoch. Du musst da gar nicht hoch. Ist aber schön, dass du es versucht hast. Für die Ehre. Muss ich hier vielleicht auch nicht hoch? Doch, doch, da musst du leider hoch. Aber da hast du es ja jetzt eben auch geschafft. Du musst nur noch einen Schritt zurück oder so. Ja. Das war gut. Ich weiß auch nicht, wie lang der Level noch ist. Kann ja auch sein, dass es jetzt noch ewig weitergeht. Und, boah. Man kann auf die Dinger draufspringen, aber man verliert leider Leben. Okay, drittel Leben noch. Scheiße. Hast du kind of a problem. Mann! Und noch drei Lebenspunkte. Ja! Ja! Yes! Wir haben boah, so einfach ist das. Wir haben eines der schwersten Spiele überhaupt, den ersten Level bis zum Boss geschafft. Bis zum Boss. Du hast immer noch drei Lebenspunkte. Wenn du jetzt Shurikens hättest. Das wäre gar nicht schlecht. Wäre der Hammer. Oh, du bist tot. Du kannst es ja nochmal versuchen. Du weißt ja jetzt, dass es da nicht mehr viel weitergeht. Also du hast 50 Sekunden Spiel jetzt gehabt. Da kannst du auch nochmal gucken, ob du irgendwo die Shurikens findest. Mhm. Ist ein Savepoint jetzt irgendwo gehabt? Nee. Savepoint. Du bist ja süß. Ich wundere mich nur, weil dieser orange Typ da. War der vorhin auch schon? Ja. Da sind die Shurikens. Okay, also da muss man hoch, wenn man die Shurikens haben will. Und du solltest versuchen, vielleicht zum Boss zu kommen und mehr als drei Lebenspunkte zu haben. Ja, ja. Versuchen. Ich sag ja nicht, dass du es. Es ist das schwerste Spiel aller Zeiten. Das ist nicht ganz so. Ist da eigentlich Ghouls in Ghosts oder wie das heißt drauf? Weiß ich nicht. Nee. Weil das gilt ja gemeinhin als eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Das hier gilt nur als ein schweres Spiel. Glaube ich. Ist das nicht das Gleiche? Nun. Bei Zehntausenden von Spielen nicht ganz. Aber egal. Weil dann können wir mal Ghouls and Ghosts spielen und gucken, ob das. Also das ist glaube ich auch für das NES damals erschienen. Ich weiß noch nicht, ob es hier drauf ist. Komm. Geh weg. Oh Mann, ey, diese scheiß Messerwerfer. Ey, hallo, das ist voll unfair. Die müssten doch von den Messern von dem Typen da. Ah, nein, schnell rein! Oh, Gott sei Dank. Mehr als drei. Ja, super. Sogar sehr gut gelaufen. Hälfte Leben ungefähr noch. So, Shuriken. Ja, komm, der kann mir gar nichts. Der kann dir nichts. Mach ihn weg. Yes, ja, explodiert. So wie Leute das machen, wenn man sie mit Wurfsternen bewirft. Guck mal, wie der Score hochgeht. Du hast deinen Benzintank getroffen. Mit dem Explosivschuriken. Funk geschlagen. Erst ein Loch reingehauen und dann Funk geschlagen. Richtig. Wer sind sie? Sie scheinen mir zu folgen. Wer ist da? Oh, eine hübsche 80er-Jahre-Frau. Nur ein Mädchen. Verschwinde? Ich werde verschwinden. Aber als erstes. Sie hat eine Pistole. Was zum? Und die Abenteuer von Ryu sind an dieser Stelle beendet. Akt 2. Akt 2. Ich weiß nicht, wie viele Akte es gibt. Keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir es wirklich durch. Drei, ja, eine klassische Geschichte. Oh, wo bin ich? Ah, offensichtlich sind die Betäubungsmittel lassen nach. Wer bist du? Psst, mach nicht so viel Lärm. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hä, hast du dich gerade auf mich geschossen? Hier, nimm das und verschwinde. Warum diese Statue von einem Alien aus den Alien-Filmen? Es gibt keine Zeit, wir haben keine Zeit zu erklären. Wie war das bei Destiny? Ja, keine Zeit dir zu erklären, warum ich keine Zeit habe, es dir zu erklären. Super Satz. Hast du nicht gerade versucht, mich umzubringen? Dumme Kuh? Jemand kommt, sei vorsichtig. Hallo, mehr Erklärung. Nee, mehr braucht man nicht. Ah, das Geheimnis. Nee, die hatten selber keine Ahnung, worum es geht in das Spiel. Ja, muss ja auch nicht. Hauptsache sieht gut aus.
und hübsch aussehen für die damalige Zeit, tut es ja. Also insofern. Also ich finde, es sieht besser aus als Metroid. Also wir hatten das ja als letztes, das war ja eher so flach und weniger Farben und so und weniger Struktur auch in den Texturen. War oft einfach so brauner Hintergrund. Okay. Das machst denn du schon wieder. Das wird doch hier schon wieder nichts. Dass man aber auch keine Lebensenergie findet, ne? Also das würdest du heute ja nicht mehr so machen. Ein Spiel entwickeln, auch wenn es ein schweres Spiel ist, wo du keine Möglichkeit hast, Lebensenergie wieder aufzufüllen. Irgendwie. Ja, aber das war damals halt noch nicht so wie heute. Wobei ich gerade bemerke, dass das bei Dark Souls und Bloodborne auch nicht geht. Du findest ja auch im Level keine Lebensenergie. Das ist ein cooler Effekt. Also auch wenn ich nicht so gut finde, dass du jetzt gestorben bist, aber es sah cool aus. Kannst du es nochmal machen? Das sah gut aus. Ja, mach ich nochmal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in Akt 2 anfangen darf. Alter. Ja doch. Oh. Aber mein Score wird zurückgesetzt. Oh, das ist hart. Ach komm. Ja, mir fällt nur gerade auf, wo ich das selbst sage mit der Lebensenergie, dass ja die heutigen schweren Spiele sozusagen, die haben das ja auch nicht. Also du findest keine Lebensenergie in den Leveln bei Dark Souls. Ja, aber ich meine, es ist... Du hast Feuer bekommen. Du kannst jetzt Flammenwerfer machen. Ja, du hast uns den Effekt. Nein, hast du nicht. Den gibt's nur bei Game Over. Och Mann, musst noch zweimal sterben. Wo siehst du denn das nicht? Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass man dreimal sterben darf, so wie in jedem Spiel. Ah, das kann sein. Oder so. Oder wie oft bist du im ersten Akt gestorben? Zweimal, ne? Dann musst du das ja hinkommen. Oder du stirbst einfach nicht und schaffst es. So, jetzt möchte ich mal sehen, wie die Flammen aussehen. Kannst du es mal machen? Wow, warum gehen die nach oben? Weiß nicht. Egal. Who the hell cares? Okay, gut gemacht. So weit waren wir noch hin? Doch. Achso, du bist danach gestorben? Ja. Okay, dann nehme ich all mein Lob zurück. Ach, da bist du gestorben. Ja, stimmt. Okay. Ja. Ah, eine Leiter. Toll. Dass er nicht einfach über die Kante greifen kann, um nach oben zu klettern. So. Oh Gott, du Honk. Das ist ja unfassbar. Es war guck mal, Safe Point. Alter, sowas gibt's? Mann. Hä, hey, voll der Easy Mode. Leichtestes Spiel aller Zeiten. Wenn sogar wir Trottel das hinkriegen. Oh, Game Over. Da wird es jetzt keinen Safe Point im Level, glaube ich, geben. Nee. Ach komm, Akt 2 ist doch easy peasy. Der braucht schon Akt 2. Ja. Reicht dein Akt? Akt 1 haben wir doch geschafft. Achso, ich muss Start drücken. Ja, die Ninja Gaiden-Serie, Gaiden-Serie ist auch irgendwie tot. Ist ganz komisch. Die gab es so lange. Ich habe ja nun wirklich jeden Monat GameStar GamePro gelesen seit Jahrzehnten. Jetzt nicht mehr so aktiv, weil. Kriegt ja heute alles auf Webseiten, aber da war das immer so eine Zäsur, du hast einfach jeden Monat deine Nachrichten bekommen und dann erstmal wieder wochenlang nichts Neues so erfahren über Spiele und dann hat man halt so immer so die ganze Welt der Videospiele hat man immer so einmal im Monat gehabt, so gefühlt. Ja. Und Ninja Gaiden war immer dabei, weil es ja so eine typische Konsolenserie ist, ich habe immer GamePro gelesen auch und wusste dann auch immer über die Konsolenspiele so halbwegs Bescheid und in der PlayStation 1 und 2 Ära, so in der Zeit, wo ich das wirklich super aktiv alles gelesen habe, da gab es immer gefühlt, jedes Jahr gab es irgendein Ninja-Gaiden-Spiel. Das war eine richtig aktive Serie, so, wo es richtig viele Spiele gab und immer wieder auch Crossovers. Das ist doch scheiße hier. Ja, ist scheiße. Man, ja, ich komm, wenn ich da dran hänge, komme ich einfach nicht mehr. Das muss ja irgendeinen Weg geben. Wenn sie sich nicht daran hängen lassen. Also du musst da sozusagen obendrauf schon direkt. Ja. Ist nur die Frage, wie. Ist ja sehr perfekt wahrscheinlich springen. Man könnte fast glauben, das Spiel verzeiht einem keine Fehler. Ja, ich glaube auch. Ja, und irgendwie hat es die Serie dann hingerafft. Scheiße. Ich war ja so nah dran. War ein guter Versuch. Bis dahin, wo es dann keiner mehr war. Aber wie du auch jedes Mal mindestens einmal von dem Typen erwischt wirst an der Stelle. Ach, komm, einfach weiter. Scheiß auf den, was hat er je für uns getan? Ach, bestimmt kommt er aber am Ende von dem Level hier. Jetzt hast du eine neue Fähigkeit, ne? Was ist das? Mach mal. Gar nichts. Vorschlag. Du kannst die Leute anfassen.
Gut, Nick, soll ich nach dem nächsten Game Over mal eine Runde probieren? Ja, mach mal. Wir machen wieder das Klassische. In der nächsten Folge mache ich das Ganze nochmal, versuche das nochmal irgendwie jetzt weiter zu spielen. Ja, bestimmt besser. Weiß ich noch nicht. Immerhin spiele ich ja jetzt den zweiten Akt dann direkt und durfte nicht üben vorher. Ja, aber du bist da ja viel geübter mit drin. Nein. Na gut, wir werden sehen. Schaltet wieder ein. Du hast doch bestimmt jetzt in den letzten Wochen, wo es bei dir stand. Nur Ninja Gaiden gespielt den ganzen Zeit. Ich habe es mittlerweile dreimal durch, ja. Genau. Ich habe die letzten Wochen mich auch krank gemeldet. Ja. Keine Zeit gehabt zu arbeiten in der Zeit. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.